So, schauen wir mal. Sollte das eigentlich gehen? Glaube, es geht. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich hoffe, es geht. Ich hoffe zumindest, es geht. Okay, da ist schon jemand. Hallo. Perfekt. Da kommen schon die ersten rein. Okay, dann scheint das ja zu funktionieren. Dann klappt das ja scheinbar. Jetzt muss ich das hier noch einmal hier rüberziehen. Und dann. So. Hello. Kommen ja sogar schon ein paar ganz schnell rein. Das ist ja schön. Schneller Start hier. Doch so viele schon. Okay, perfekt. Ja, hier. Donnerstag sage ich schon. Sonntagabend. Kleiner Stream. Bisschen entspannen abends und dann wieder richtig in das neue Jahr starten. Ich glaube, die allermeisten hatten jetzt wahrscheinlich frei, außer sie haben irgendwie irgendwas Spezielles gearbeitet. Oder ja, ich glaube, Schulferien, das fangen jetzt, sind jetzt auch zu Ende. Ich glaube, morgen fängt die Schule wieder an, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ist schon ein bisschen her bei mir, dass ich aus der Schule raus bin. Aber war so viele schon, das ging ja schnell. Habt ihr alle drauf gewartet? Mit Wärmflasche. Das klingt doch entspannt. Und Tee. Einen Tee hätte ich mir vielleicht auch machen sollen, aber gut. Ich trinke jetzt was anderes. Ich trinke jetzt Wasser, ganz langweilig. Schöne Weihnachten gehabt, ja. Ich war nur leider ein bisschen krank. Das ist dann ein bisschen blöd gelaufen. Aber sonst war es eigentlich sehr schön. Und ihr, was habt ihr so gemacht an Weihnachten? Habt ihr euch vertragen mit der Familie? Was habt ihr für Geschenke bekommen? War alles harmonisch? Was gab es zu essen? War alles schön. Silvester auch gut überstanden. Frei schön wäre es. Ja, ich weiß, viele Leute hatten nicht frei. Ich musste tatsächlich auch ein bisschen arbeiten. Nicht an Silvester oder Weihnachten, aber tja, so ist das halt, ne? Krias Gott. Hobe die Ehre. Sind sogar Bayern hier im Chat, oder wie? Aus ganz Deutschland. Und wie wir schon rausgefunden haben, auch nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich und Schweiz und sogar noch weiter weg. Haben auch ein paar geschrieben, dass sie mit dem Stream oder mit den Videos manchmal Deutsch lernen. Das fand ich auch lustig. Aber ich meine, warum nicht, ne? Ich habe mir auch ganz viele Filme angeschaut und Serien und so und damit auch Englisch gelernt. Ich meine, das funktioniert schon. Du hast morgen Schule. Ja, dann ein Kapitel kannst du dir geben, aber allzu spät solltest du jetzt natürlich nicht ins Bett, ne? Sonst bist du ja ganz müde morgen. Kakao, ja, Kakao ist auch gut. Habe ich schon lange nicht mehr getrunken, aber fand ich eigentlich immer ganz lecker. Hallo, natürlich kann ich Hanna grüßen. Hallo, Hanna. Genau, ja, hier, guck mal. Ihr wisst schon Bescheid. Gerne einmal den Stream liken, weil dann wird er mehr Leuten angezeigt. Bin ich laut genug? Ich habe jetzt hier alles nochmal von vorne aufgebaut. Wenn ich nicht laut genug bin oder irgendwas anderes stört, einfach Bescheid sagen. Mein Internet ist auch die letzten Tage ein bisschen sehr eigensinnig. Hat nicht so Lust, irgendwie zu funktionieren. Das ist perfekt. Ich hoffe, es hält zumindest diesen Stream durch. Aber gut. Das ist das Zeichen für dich, schlafen zu gehen. Ja, dann geh mal schlafen. Kannst dir morgen auch das Replay anschauen von dem Stream. Am Lagerfeuer, das ist doch entspannt. Das klingt doch sehr entspannt. Da kann man das doch überleben, oder? Ja, sind halt auch viele Verreisende, deswegen kann man auch nicht mal so viele Leute treffen in den Ferien. Viele machen halt was mit Familie oder sind Skifahren oder feiern woanders. Gans und Ente. Sehr gut. Ich glaube, das ist immer so ein Streitthema, ne, was es an Weihnachten gibt. Bei den einen gibt es dies, bei den anderen das. Ja, ich bin auch krank geworden, ganz nach, kurz nach Weihnachten, das war blöd. Ich hoffe, du bist auf dem Weg der Besserung. Aber ich kenne sehr, sehr viele. Ich glaube, so gefühlt irgendwie
Ein Drittel aller Leute, die ich kenne, sind gerade krank. Du wohnst in Niederbayern. Das ist doch schön. Vielleicht kommen wir mal zu Besuch. Ich war noch nie wirklich in Bayern. Lagst gerade im Bett. Ja, perfekt. So ist es doch gedacht, dass ihr schön im Bett einfach liegen könnt und euch den Livestream anhören und dann schön einschlafen dabei. NRW. Ganz eine andere Ecke von Deutschland. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt auch mal an. Wir sind ja hier für Harry Potter und nicht nur zum Quatschen. Wie gesagt, ich gucke immer ab und zu mal in den Chat, aber so richtig Kommentare lesen oder beantworten machen wir dann wie immer nach dem Kapitel. Ihr könnt euch aber natürlich auch untereinander unterhalten. Das hat ja sonst auch immer wunderbar funktioniert. Ihr braucht ja nicht nur mich. Habt ja auch einander. Euch gegenseitig. Das freut mich, dass es euch gefällt. Ja, das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Ich habe auch schon Leute gesehen, die waren hier nicht mal 10. Gab auch schon Leute, die sind über 60. Und ich glaube, dazwischen ist auch alles dabei, alles vertreten. Gut, dann fangen wir mal an. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr gelesen, deswegen hoffe ich, das wird. Ja, wie gesagt, falls irgendwas ist, falls der Stream abbricht oder so, einfach Bescheid sagen. Aber sollte funktionieren. Wolltest seit 3 Stunden schlafen, das ist natürlich ideal jetzt, dass wir einen Stream anmachen, ne? Naja, kannst du dabei einschlafen. Ja, genau, könnt ihr ja mal hier eine Abstimmung starten, wie alt ihr alle seid im Chat. Wäre doch mal interessant. So, gut, dann fangen wir mal an. Ich hoffe, das funktioniert. Und viel Spaß. Dankeschön. Wir hatten aufgehört bei. Letztes Kapitel war 13, ne? Muss ich gerade mal gucken. Moment. Ganz kurz zurück. Gryffindor gegen Ravenclaw hatten wir, oder? Kann mir das jemand bestätigen? Das letzte Kapitel? Das ist schon Gryffindor gegen Ravenclaw, oder? Nicht, dass wir jetzt ganz woanders weitermachen, das wäre ein bisschen peinlich. Na, ich schaue selber auch nochmal, warte mal. Bin ja schon ganz raus, so lange nicht mehr. Momentchen. Bin mir jetzt nämlich nicht ganz sicher, wo wir waren als letztes. Ansonsten kommt Tom Riddle, ja. Genau das passiert dann. Müsst ihr aufpassen. So. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Das letzte Kapitel, was ich hier habe, ist Kapitel 11. Jetzt schaue ich mal hier in den anderen Livestream rein. Nee, der Patronus haben wir auch gelesen, wenn ich das richtig sehe. Und der Patronus war. Leicht inkompetent hier. Aber wäre natürlich dumm, dasselbe zweimal zu lesen, deswegen gucke ich gerade. Ja doch, ich glaube, das letzte, was wir hatten, war Kapitel 12 der Patronus und dann machen wir jetzt Kapitel 13. Ich habe mir schon gedacht, irgendwie, wir haben das doch nicht gelesen hier. Das mit dem Quidditch. Ja, nee, das kann nicht sein. Ich glaube nicht. Dann machen wir das da weiter. Gryffindor gegen Ravenclaw. So, tut mir leid, dass das hier alles unorganisiert ist. Aber jetzt haben wir es auch mal gleich geschafft. Kapitel 13.
Ihr meldet euch, falls irgendwas nicht funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Wir waren bei 13. Also haben wir dann 13 schon gelesen, Hanna? Gryffindor gegen Ravenclaw? Weil ich finde das gerade auf dem Kanal nicht mehr. Es geht gleich los, keine Sorge. Ach, ich frage mich gerade. Weil wenn ich jetzt hier den alten Livestream angucke, dann haben wir gelesen Kapitel 12. Und wenn ich das letzte Video anschaue, das wir haben auf dem Kanal, dann ist es auch Kapitel 12, der Patronus. Also müsste jetzt Kapitel 13 Gryffindor kommen. Okay, alle verwirrt. Gut, bin ich schon mal nicht alleine. Naja, eigentlich sollte ich es ja wissen, aber wie gesagt, ist schon so lange her. Dann noch die Winterpause. Gut, okay, fangen wir mal an. Kapitel 13. Gryffindor gegen Ravenclaw. Ich glaube, es kommt ein Quidditch-Spiel. Ich mal gespannt. Gryffindor gegen Ravenclaw. Die Freundschaft zwischen Ron und Hermine schien zerstört. So wütend waren sie aufeinander, dass Harry sich nicht vorstellen konnte, wie sie sich jemals wieder versöhnen sollten. Ron war wütend, weil Hermine die wiederholten Versuche Krummbeins, Kratzer zu verspeisen, nicht ernst genommen hatte. Sie hatte sich nicht darum geschert, ihn scharf im Auge zu behalten und tat immer noch so, als wäre Krummbein völlig unschuldig. Ron solle doch mal unter allen Betten nachsehen, schlug sie vor. Und außerdem, behauptete sie wütend, habe Ron keinen Beweis, dass Krummbein Krätze gefressen habe, die rostroten Haare seien vielleicht schon seit Weihnachten auf dem Bettlaken und überhaupt habe Ron Vorurteile gegen ihren Kater. Seit Krummbein in der magischen Menagerie auf seinem Kopf gelandet sei. Harry war sich sicher, dass Krummbein Krätze gefressen hatte, und als er Hermine erklären wollte, dass alle Tatsachen in diese Richtung deuteten, riss ihr der Geduldsfaden auch bei Harry. Schön und gut, du schlägst dich jetzt auf Rons Seite, ich wusste es, sagte sie schrill. Erst der Feuerblitz, jetzt Krätze, an allem bin ich schuld, oder? Lass mich bloß in Ruhe, Harry, ich habe eine Menge Arbeit zu erledigen. Ron war der Verlust seiner Ratte tatsächlich sehr nahe gegangen. Komm schon, Ron, immer hast du gesagt, Krätze sei so langweilig, wollte ihn Fred aufmuntern. Und er war doch langweilig. Und er war schon ewig nicht mehr richtig auf den Beinen, er ist langsam dahingestorben. War wohl ohnehin besser für ihn, wenn es schnell ging. In einem Schluck. Und gespürt hat er wahrscheinlich auch nichts. Fred! Rief Ginny empört. Er hat doch nur gefressen und geschlafen, Ron. Das hast du selbst mal gesagt, warf George ein. Einmal hat er George für uns Goyle für uns gebissen, sagte Ron wehmütig. Weißt du noch, Harry? Ja, stimmt, antwortete Harry. Seine größte Stunde, sagte Fred, schaffte es jedoch nicht, eine ernste Miene zu behalten. Angesichts der Narbe auf Goyles Finger werden wir immer voller Ehrfurcht an ihn denken. Ach komm schon, Ron. Geh runter nach Hogsmeade und kauf dir eine neue Ratte. Was hilft dein Jammern? Harry unternahm einen allerletzten Versuch, Ron aufzumuntern, und überredete ihn, zum letzten Training der Gryffindors vor dem Spiel gegen Ravenclaw mitzukommen. Anschließend könne er noch ein wenig mit dem Feuerblitz herumfliegen. Das schien Ron tatsächlich einen Moment lang von seinem Kummer über Krätze abzulenken. Voll krass! Kann ich auch ein paar Tore schießen? Und so machten sie sich gemeinsam auf den Weg zum Quidditch-Feld. Madame Hooch, die weiterhin das Training der Gryffindors beaufsichtigte, und Harry ganz besonders, war ebenso beeindruckt vom Feuerblitz wie alle anderen, die ihn gesehen hatten. Vor dem Start nahm sie ihn in die Hände und begutachtete ihn mit erfahrenem Blick. Seht mal, wie schön er im Gleichgewicht ist. Wenn die Nimbus-Serie einen Fehler hat, dann ist es ein klein wenig Schlagseite zum Schweifen. Nach ein paar Jahren kommen sie meist ziemlich schräg herher. Den Stiel haben sie auch neu entwickelt. Er ist ein wenig schlanker als bei den Sauberwischs und erinnert mich an den alten Silberpfeil. Ein Jammer, dass sie den nicht mehr herstellen. Auf dem habe ich fliegen gelernt. Ein wirklich solider Besen. Auf diese Art fuhr sie noch eine ganze Weile fort, bis Wood sie unterbrach. Madame Hooch, könnte Harry den Feuerblitz jetzt wieder haben? Wir müssen noch trainieren. Oh, natürlich. Hier ist er, Potter, sagte Madame Hooch. Ich setze mich mit Weasley dort drüben hin. Madame Hooch und Ron verließen das Spielfeld und kletterten auf die Ränge, während sich das Gryffindor-Team um Wood scharte, der ihnen die letzten Anweisungen für das morgige Spiel gab. Harry, ich habe eben erfahren, wer bei den Ravenclaws den Sucher macht. Es ist Cho Chang, eine Viertklässlerin, und sie ist ziemlich gut.
Eigentlich hatte ich gehofft, sie wird noch nicht wieder fit sein. Sie hat ein paar Verletzungsprobleme. Woods Miene verfinsterte sich vor Missbehagen über Cho Changs Genesung. Dann fuhr er fort. Andererseits fliegt sie einen Komet 260. Der wird neben dem Feuerblitz wie ein Witz aussehen. Er warf Harrys Besen einen Blick voll fiebriger Bewunderung zu. Okay, Leute, los geht's. Und endlich bestieg Harry seinen Feuerblitz und stieß sich vom Boden ab. Es war besser, als er sich hätte träumen lassen. Der Feuerblitz ging bei der leichtesten Berührung in die Kurve, er schien eher seine Gedanken als seine Hand zu folgen. So schnell raste er über das Spielfeld, dass Harry das Stadion nur noch als grünen und grauen Schleier wahrnahm. Er ließ ihn so scharf wenden, dass Alicia Spinett aufschrie, dann ging er in einen vollkommen sicheren Sturzflug, streifte das Gras unten mit den Schuhspitzen und stieg dann wieder 10, 20, 30 Meter hoch in die Lüfte. »Harry, ich las den Schnatz los«, rief Wood. Harry wendete und verfolgte seinen Klatscher auf die Torstangen zu. Er ließ ihn ohne weiteres hinter sich, sah den Schnatz hinter Wood hervorschnellen und hatte ihn nach 10 Sekunden sicher in Händen. Das Team jubelte, dass ihm die Ohren klangen. Harry ließ den Schnatz wieder los, gab ihm eine Minute Vorsprung, dann jagte er ihm nach, wobei er sich zwischen den anderen hindurchschnickerte. Er sah ihn nahe Katie Bells Knie lauern, drehte lässig ein Looping um sie herum und fing den Schnatz erneut ein. So gut hatten sie noch nie trainiert. Das Team, durch den Feuerblitz in seiner Mitte angespornt, übte die schwierigsten Spielzüge fehlerlos. Und als sie alle wieder gelandet waren, hatte Wood kein Wort der Kritik anzubringen, was, wie George Weasley verkündete, noch nie geschehen war. »Ich kann mir nicht vorstellen, was uns jetzt noch aufhalten soll«, sagte Wood. »Außer, Harry, du hast dein Problem mit diesen Dementoren doch im Griff, oder?« »Ja«, sagte Harry und dachte an seinen schwächlichen Patronus, den er sich viel stärker wünschte. »Die Dementoren werden nicht wieder aufkreuzen, Oliver. Dumbledore würde völlig durchdrehen«, sagte Fred zuversichtlich. »Nun, das können wir nur hoffen«, sagte Wood. »Jedenfalls, das war gute Arbeit von euch allen. Gehen wir zurück in den Turm. Wollen heute mal früh ins Bett.« »Ich bleib noch eine Weile draußen, Oliver. Ron will Feuerblitz mal kurz ausprobieren«, sagte Harry. Und während die anderen sich auf den Weg zu den Umkleidekabinen machten, ging Harry hinüber zu Ron, der schon über die Absperrungen gesprungen war und ihm entgegenlief. Madame Hooch war auf ihrem Sitz eingeschlafen. »Da hast du ihn«, sagte Harry und reichte Ron den Feuerblitz. Ron schwang sich mit hingebungsvoller Miene auf den Besen und schwirrte hoch in den dunkel werdenden Himmel. Harry ging am Spielfeldrand entlang und beobachtete ihn, und als Madame Hooch jäh aufschreckte, war die Nacht schon hereingebrochen. Sie tadelte die beiden, weil sie nicht geweckt hatten, und schickte sie ungehalten zurück ins Schloss. Harry schulterte den Feuerblitz und verließ mit Ron das dunkle Stadion. Sie sprachen über die herrlich sanften Bewegungen des Feuerblitzes, seine irre Beschleunigung und seine haarnadelengen Drehungen. Auf halbem Weg zum Schloss wandte Harry den Blick zur Seite und sah etwas, das sein Herz fast zum Stillstand brachte. Ein Augenpaar leuchtete in der Dunkelheit herüber. Harry blieb wie angefroren stehen. Das Herz pochte ihm gegen die Rippen. »Was ist los?«, fragte Ron. Harry deutete mit dem Finger in die Dunkelheit. Ron zückte den Zauberstab und murmelte »Lumos«. Ein Lichtstrahl fiel über das Gras, traf den Stamm eines Baumes und erhellte seine Äste. Dort, zwischen den knospenden Zweigen, kaute Krummbein. »Runter vom Baum«, brüllte Ron. Er bückte sich und packte einen Stein, doch schon war Krummbein unter heftigem Wedeln seines langen, rostbraunen Schwanzes verschwunden. »Siehst du«, sagte Ron aufgebracht und ließ den Stein fallen. »Sie lässt es immer noch zu, dass er sich rumtreibt, wo er will. Wahrscheinlich verdaut er gerade krätzige Würze mit ein paar Vögeln.« Harry blieb stumm. Erleichterung durchströmte ihn und er atmete tief durch. Einen Augenblick lang war er sicher gewesen, dass diese Augen dem Grimm gehörten. Sie ging weiter. Nach seinem kurzen Panikanfall genierte sich Harry ein wenig und sprach kein Wort mit Ron. Und nicht ein einziges Mal sah er sich um, bis sie die hell erleuchtete Eingangshalle des Schlosses erreicht hatten. Am nächsten Morgen ging Harry zusammen mit den anderen Jungen im Schlafsaal, die wohl alle meinten, der Feuerblitz verdiene eine Ehrengarde, hinunter zum Frühstück. Als er die große Halle betrat, wandten sich alle Augen dem Feuerblitz zu und aufgeregtes Getuschel hob an.
Harry sah mit immenser Genugtuung, dass das Team des Slytherins wie vom Donner gerührt dasaß. »Hast du sein Gesicht gesehen?« sagte Ron schadenfroh und blickte über die Schulter zu Malfoy hinüber. »Er kann es nicht fassen. Das ist klasse.« Selbst Wood badete in dem Glanz, den der Feuerblitz auch auf ihn warf. »Hier drauf mit dem Besen, Harry«, sagte er und legte einen Feuerblitz mitten auf den Tisch, wobei er sorgsam darauf achtete, dass auch ja der Name zu lesen war. Bald kam einer nach dem anderen von den Tischen der Ravenclaws und Hufflepuffs herüber, um ihn genau zu betrachten. Auch Cedric Diggory kam zum Tisch, um Harry zu gratulieren, weil er einen so tollen Ersatz für seinen Nimbus bekommen hatte. Und Percys Freundin von den Ravenclaws, Penelope Clearwater, fragte, ob sie den Feuerblitz einmal anfassen dürfe. »Na, na, Penny, keine Sabotage«, sagte Percy gut gelaunt, während ihre Augen über den Feuerblitz glitten. »Penelope und ich haben gewettet«, erklärte er dem Team. 10 Galeonen auf das Ergebnis des Spiels.« Penelope legte den Feuerblitz zurück auf den Tisch, dankte Harry und kehrte zu den Ravenclaws zurück. »Harry, sieh bloß zu, dass du gewinnst«, flüsterte Percy eindringlich. »Ich hab keine 10 Galeonen. Ja, ich komme, Penny.« Und er wuselte hinüber, um sich mit ihr ein Stück Toast zu teilen. »Bist du auch sicher, dass du mit diesem Besen umgehen kannst, Potter?« sagte eine kalte, schnarrende Stimme. Draco Malfoy mit Krabby und Goyle im Schlepptau war herübergekommen, um sich die Sache näher anzusehen. »Ja, ich denk schon«, sagte Harry beiläufig. »Hat eine Menge Schnickschack eingebaut, oder?« sagte Malfoy mit bösartig glitzernden Augen. »Nur Pech, dass er nicht gleich mit Fallschirm geliefert wird, falls du einem Dementor zu nahe kommst.« Krabby und Goyle kicherten. »Schade, dass du keinen Ersatzarm anschrauben kannst, Malfoy«, sagte Harry. »Der könnte den Schnatz für dich fangen.« Die Gryffindors lachten laut auf. Malfoys blasse Augen verengten sich und er stackste davon. Sie beobachteten, wie er sich zu den anderen Spielern von Slytherin setzte, die jetzt die Köpfe zusammensteckten und Malfoy ganz gewiss fragten, ob Harrys Besen wirklich ein Feuerblitz sei. Um 11:15 brachten die Gryffindors zu den Umkleideräumen auf. Das Wetter war um Welten besser als bei ihrem Spiel gegen Hufflepuff. Es war ein klarer, kühler Tag mit einer sanften Brise. Diesmal würde Harry keine Schwierigkeiten haben, etwas zu sehen, und so nervös er auch war, zusehends spürte er die Begeisterung, die nur ein Quidditch-Spiel mit sich brachte. Sie hörten die anderen Schüler drüben ins Stadion einziehen. Harry legte den schwarzen Schulmantel ab, zog den Zauberstab aus der Tasche und steckte ihn in das T-Shirt, das er unter seinem Quidditch-Umhang tragen wollte. Er würde ihn hoffentlich nicht brauchen. Plötzlich fragte er sich, ob Professor Lupin in der Menge war und ihm zusah. »Du weißt, was wir tun müssen?« sagte Wood, als sie schon auf dem Sprung nach draußen waren. »Wenn wir dieses Spiel verlieren, können wir endgültig einpacken. Flieg einfach wie gestern im Training und wir schaukeln das Ding.« Unter tosendem Applaus marschierten sie hinaus auf das Spielfeld. Das Team der Ravenclaws, ganz in Blau, hatte sich bereits in der Mitte aufgestellt. Ihre Sucherin, Cho Chang, war das einzige Mädchen im Team. Sie war um fast einen Kopf kleiner als Harry und trotz seiner Nervosität stellte er fest, dass sie besonders hübsch war. Sie lächelte Harry zu, während er sich die Teams, die Gesichter einander zugewandt, hinter ihren Kapitän ausstellten und Harry war ein wenig schwummrig in der Magengegend, was jedoch, wie er glaubte, nichts mit seinen angespannten Nerven zu tun hatte. »Wood Davies, begrüßt euch«, sagt er mit dem Hut beschwingt und Wood und der Kapitän der Ravenclaws schütteln sich die Hände. »Besteigt eure Besen, auf meinen Pfiff geht's los, 1, 2, 3. Harry stieß sich ab und der Feuerblitz rauschte schneller in die Höhe als jeder andere Besen. Er jagte um das Stadion herum und begann nach dem Schnatz Ausschau zu halten. Dabei lauschte er immer den Worten des Freundes der Weasley-Zwillinge, der den Spielkommentar sprach. »Jetzt sind sie oben und die große Sensation dieses Spiels ist der Feuerblitz, den Harry Potter für die Gryffindors fliegt. Rennbesen im Test zufolge werden die Nationalmannschaften bei der diesjährigen Weltmeisterschaft allesamt den Feuerblitz fliegen.« »Jordan, werden Sie wohl so freundlich, uns zu sagen, wie das Spiel verläuft?« unterbrach ihn Professor McGonagalls Stimme. »Da haben Sie vollkommen recht, Professor. Ich wollte nur ein wenig Hintergrundwissen vermitteln. Übrigens hat der Feuerblitz eine eingebaute automatische Bremse und Jordan, schon gut. Gryffindor im Ballbesitz, Katie Bell auf dem Weg zum Tor.« Harry
zog in der Gegenrichtung an Katie vorbei, auf der Suche nach einem goldenen Schimmer und bemerkte, dass Cho Chang knapp hinter ihm herflog. Zweifellos war sie eine gute Fliegerin. Ständig flog sie ihm in die Quere und zwang ihn, die Richtung zu wechseln. »Zeig dir, wie du beschleunigen kannst, Harry«, rief Red, der einem Klatscher nachjagte, der es auf Alicia abgesehen hatte und an ihm vorbeizischte. Harry brachte den Feuerblitz auf Touren, drehte ein paar Runden um die Torstange und Cho fiel zurück. Gerade als es Katie gelang, das erste Tor zu erzielen und die Gryffindor-Kurve unten im Stadion anfing, verrückt zu spielen, gerade da sah er ihn. Der Schnatz flitzte eine Handbreit über dem Boden an einer der Absperrungen entlang. Harry ging in den Sturzflug. Cho entging das nicht und sie stürzte ihm nach. Harry wurde immer schneller, unglaubliche Freude durchflutete ihn. Sturzflüge waren seine Spezialität, jetzt war er nur noch 4 Meter entfernt. Ein Klatscher, von einem Treiber der Ravenclaws geschlagen, kam aus dem Nichts angeschossen. Harry machte einen jähen Schlenker und kam um Haaresbreite an ihm vorbei und in diesen wenigen entscheidenden Sekunden verschwand der Schnatz. Es folgte ein lang gezogenes, enttäuschtes Oh der Gryffindor-Fans, doch viel Applaus der Ravenclaw-Kurve für die ihren Treiber. George Weasley ließ Dampf ab und schmetterte den zweiten Klatscher gegen diesen Missetäter der anderen Seite, der sich mitten in der Luft auf den Rücken drehen musste, um dem Ball zu entgehen. Gryffindor führt mit 80-0 Punkten und schaut euch an, wie dieser Feuerblitz losgeht. Potter macht ihm jetzt wirklich die Hölle heiß. Jetzt geht er scharf in die Kurve und Changs Komet kann da einfach nicht mithalten. Die Gleichgewichtsautomatik des Feuerblitzes ist wirklich erstaunlich bei diesen langen... Jordan, werden Sie dafür bezahlt, um Feuerblitze Werbung zu machen? Bleiben Sie im Spiel. Die Ravenclaws holten jetzt auf. Sie hatten 3 Tore erzielt und Gryffindor lag nur noch mit 50 Punkten vorn. Wenn Cho den Schnatz vor Harry fing, würden sie gewinnen. Harry ließ sich tiefer sinken, entging knapp einem Zusammenstoß mit einem Jäger der Ravenclaws und suchte fiebereifrig das Spielfeld ab. Ein goldener Schimmer, ein Flattern, winziger Flügel. Der Schnatz umschwirrte eine Torstange der Gryffindors. Harry beschleunigte, die Augen auf den Goldenen gerichtet. Doch schon war Cho aus dem Nichts aufgetaucht und blockierte ihm die Bahn. »Harry, du kannst doch jetzt nicht den Kavalier spielen«, polterte Wood, als Harry sich in die Kurve legte, um einen Zusammenprall zu vermeiden. Hau sie, wenn nötig, von runter von ihrem Besen.« Harry wandte sich um und erblickte Cho. Sie grinste. Wieder war der Schnatz verschwunden. Harry zog den Feuerblitz nach oben und war rasch 10 Meter über dem Spiel. Aus den Augenwinkeln sah er, dass Cho ihm hartnäckig verfolgte. Sie hatte offenbar beschlossen, ihn im Auge zu behalten, anstatt den Schnatz zu suchen. Na schön. Wenn sie sich auf seine Fährte setzen wollte, musste sie auch die Folgen tragen. Wieder stürzte er sich in die Tiefe und Cho, die glaubte, er habe den Schnatz gesichtet, versuchte ihm zu folgen. Scharf riss sich Harry aus dem Sturzflug heraus und sie trudelte weiter in die Tiefe. Wieder raste er schnell wie eine Gewehrkugel in die Höhe und dann sah er ihn zum dritten Mal. Der Schnatz glitzerte hoch über dem Feld, drüben auf der Seite der Ravenclaws. Er legte los. Viele Meter weit unten tat es ihm Cho nach. Jetzt würde er gewinnen. Jede Sekunde kam er näher auf den Schnatz zu. Dann, »Oh«, schrie Cho und deutete mit dem Arm nach unten. Harry ließ sich ablenken und sah hinunter. 3 Dementoren, 3 große, schwarze, kapuzentragende Dementoren sahen zu ihm hoch. Er überlegte erst gar nicht. Er steckte die Hand in den Kragen seines Umhangs, zückte den Zauberstab und brüllte »Expecto Patronum«. Etwas silbrig-weißes, etwas riesiges, brach aus der Spitze seines Zauberstabes hervor. Er wusste, dass es direkt auf die Dementoren zuschoss, doch er wartete nicht, um zu sehen, was passierte. Mit immer noch wundersam klarem Kopf sah er nach vorne. Er war fast da. Er streckte die Hand aus, die immer noch den Zauberstab hielt, und schaffte es eben noch, die Faust über den kleinen, widerspenstig flatternden Schnatz zu schließen. Madame Hoots Pfiff ertönte. Harry drehte sich in der Luft und sah 6 scharlachrote Schleier auf ihn zurasen, und schon schlangen die anderen Spieler so heftig die Arme um ihn, dass sie ihn fast vom Besen zerrten. Von tief unten drang die Begeisterungsstimme der Gryffindors im Publikum herauf. »Gut gemacht, mein Junge«, rief Wood immer wieder. Alicia, Angelina und Katie hatten Harry inzwischen allesamt geküsst. Fred hielt ihn so fest umklammert, dass Harry fürchtete, er würde ihm den Kopf abreißen.
In heillosem Durcheinander schaffte das Team gerade noch die Landung. Er stieg vom Besen und sah jetzt einen Wirbel von Gryffindors auf das Spielfeld rennen, Ron vorne weg. Bevor er sich retten konnte, war er schon von einer jubelnden Menge eingeschlossen. »Ja!« rief John, Ron, und riss Harrys Arm in die Luft. »Ja, ja, gut gemacht, Harry«, sagte Percy vergnügt. 10 Galleonen für mich. Ich muss Penelope suchen. Entschuldige mich kurz.« »Feine Sache, Harry«, brüllte Seamus Finnegan. »Klasse, verdammt nochmal«, rief Hagrid mit strahlendem Gesicht über die Köpfe der wogenden Menschenmenge hinweg. »Dein Patronus war nicht von schlechten Eltern«, flüsterte jemand in Harrys Ohr. Harry wandte sich um und erkannte Professor Lupin, der erschüttert und erfreut zugleich wirkte. »Die Dementoren haben mir gar nichts ausgemacht«, sagte Harry aufgeregt. »Ich habe gar nichts gespürt.« »Das liegt daran, dass sie gar keine Dementoren waren«, sagte Professor Lupin. »Komm und sieh dir das an.« Er führte Harry aus der Menge heraus, bis sie den Spielfeldrand sehen konnten. »Du hast Mr. Malfoy einen hübschen Schreck eingejagt«, sagte Lupin. Harry stand mit offenem Mund da. In einem verknäulten Haufen auf dem Boden lagen Malfoy, Krabby und Goyle und Marcus Flint, der Team-Captain der Slytherins, und mühten sich verzweifelt, sich aus ihren langen, schwarzen Kapuzenumhängen zu befreien. Offenbar hatte Malfoy auf Goyles Schultern gestanden. Jemand hatte sich über ihn aufgebaut und blickte mit furchtbar wütendem Blick auf sie hinab. Professor McGonagall. »Ein verabscheuungswürdiger Trick«, rief sie. »Ein mieser und feiger Versuch, den Sucher der Gryffindors zu behindern. Strafarbeiten für sie alle und 50 Punkte Abzug für Slytherin. Ich werde mit Professor Dumbledore über diese Sache sprechen. Machen Sie keine falschen Vorstellungen. Ah, da kommt er schon.« Wenn irgendetwas den Sieg der Gryffindors endgültig besiegelte, dann dies. Ron, der sich zu Harry durchgekämpft hatte, krümmte sich vor Lachen, während sie Malfoy zusahen, wie er sich aus seinem Umhang, in dem immer noch Goyles Kopf steckte, freizustrampeln versuchte. »Komm mit, Harry«, sagte George, der sich ebenfalls durchgedrängelt hatte. »Fete ist angesagt. Jetzt gleich im Gemeinschaftsraum.« »Gut«, sagte Harry, der sich seit Ewigkeiten nicht mehr so glücklich gefühlt hatte. Er ging mit den anderen Spielern, immer noch in den scharlachroten Umhängen, voran aus dem Stadion, hinaus und zurück ins Schloss. Es war, als hätten sie den Quidditch-Pokal schon gewonnen. Den ganzen Tag tobte die Fete und weit hinein in die Nacht. Fred und George Weasley verschwanden für ein paar Stunden und kehrten mit Massen von Butterbier, Kürbislimo und Süßigkeiten aus dem Honigtopf zurück. »Wie habt ihr das geschafft?« kreischte Angelina Johnson, während George anfing, Pfefferminzkröten in die Menge zu werfen. Mit ein wenig Hilfe von Moony, Wurmschwanz, Tatze und Krone, murmelte Fred Harry ins Ohr. Nur eine nahm nicht an Festlichkeiten teil. Hermine, es war nicht zu fassen, saß tatsächlich in einer Ecke und versuchte einen Riesenschinken mit dem Titel »Häusliches Leben und gesellschaftliche Sitten britischer Muggel« zu lesen. Harry löste sich von dem Tisch, an dem Fred und George gerade mit Butterbierflaschen jonglierten, und ging zu ihr hinüber. »Warst du wenigstens beim Spiel?« fragte er sie. »Natürlich«, sagt Hermine, ohne aufzusehen, mit merkwürdig hoher Stimme. »Und ich bin sehr froh, dass wir gewonnen haben, und du warst wirklich gut, aber ich muss das hier bis Montag gelesen haben.« »Komm schon, Hermine, isst doch wenigstens was«, sagte Harry, blickte hinüber zu Ron und fragte sich, ob der so gut gelaunt war, dass er das Kriegsbeil begraben würde. »Ich kann nicht, Harry, ich muss noch 422 Seiten lesen«, sagte Hermine und klang jetzt ein wenig überdreht. »Außerdem...« Sie warf einen Blick zu Ron hinüber. »Er will ja nicht, dass ich mitmache.« Daran gab es keinen Zweifel, denn Ron wählte eben diesen Moment, um zu verkünden. »Wenn Krätze nicht vor kurzem gefressen worden wäre, hätte er ein paar von diesen Zuckerwattefliegen haben können. Die mochte er so gerne.« Hermine brach in Tränen aus. Bevor Harry etwas sagen oder tun konnte, hatte sie den dicken Wälzer unter den Arm geklemmt, war schluchzend zur Mädchentreppe gerannt und verschwunden. »Kannst du sie nicht wenigstens einmal in Ruhe lassen?« fragte Harry Ron mit leiser Stimme. »Nein«, sagte Ron stur, »wenn sie wenigstens so tun würde, als ob es ihr leid täte. Aber Hermine gibt nie zu, dass sie im Unrecht ist. Sie tut immer noch so, als ob Krätze einfach in Urlaub gefahren wäre oder sowas.«
Die Party der Gryffindors fand erst ein Ende, als Professor McGonagall um 1 Uhr morgens in schottengemustertem Morgenmantel und Haarnetz auftauchte und sie, ohne Widerspruch zuzulassen, ins Bett schickte. Während Harry und Ron die Treppe zum Schlafsaal hochstiegen, redeten sie immer noch über das Spiel. Endlich, ganz erschöpft, kletterten Harry ins Bett, zog die Vorhänge ringsum zu, um das Mondlicht so lange wie möglich draußen zu halten, legte sich in die Kissen und spürte, wie er fast im selben Moment in den Schlaf entschwebte. Er hatte einen sehr seltsamen Traum. Mit dem Feuerblitz auf der Schulter durchstreifte er einen Wald, auf der Spur einer sipprig-weißen Gestalt. Sie huschte vor ihm durch die Bäume und er sah sie nur hin und wieder zwischen den Blättern auftauchen. Er wollte sie unbedingt einholen, doch je schneller er ging, desto schneller floh auch seine Beute. Harry fing an zu rennen und jetzt konnte er galoppierende Hufe vor sich hören. Er stieß durch dichtes Blattwerk hinaus auf eine Lichtung und »Ah, nein!« Harry erwachte so plötzlich, als hätte ihm jemand ins Gesicht geschlagen. Völlig verwirrt tastete er in der Dunkelheit nach den Vorhängen. Er hörte Bewegungen um sich her und von der anderen Seite des Saals kam Seamus Finnegans Stimme. »Was denn los?« Harry glaubte, die Schlafsaaltür zugehen zu hören. Endlich fand er den Spalt in den Vorhängen. Er riss sie auf und im selben Moment machte Dean Thomas seine Lampe an. Die Vorhänge von Rons Bett waren an einer Seite zerrissen. Ron saß kerzengerade im Bett, mit einem Ausdruck sprachlosen Entsetzens auf dem Gesicht. »Black, Sirius Black, mit einem Messer. Was? Hier, gerade eben. Hat die Vorhänge aufgeschlitzt, hat mich aufgeweckt. Bist du sicher, dass du es nicht geträumt hast, Ron?« sagte Dean. »Sieh dir die Vorhänge an. Ich sagte, er war hier.« Alle kletterten aus ihren Betten. Harry war als erst an der Tür und sie rannten die Treppe hinunter. Türen flogen hinter ihnen auf. Verschlafene Stimmen riefen ihnen nach. »Er hat da geschrien. Was macht ihr da?« Das Glimmen des sterbenden Feuers im Kamin erleuchtete den Gemeinschaftsraum, in dem noch die Überbleibsel ihrer Party verschreut lagen. Es war menschenleer. »Bist du sicher, dass es kein Traum war, Ron?« »Ich sag dir, ich hab ihn gesehen.« »Was soll denn dieser Lärm?« »Professor McGonagall hat uns doch gesagt, wir sollen ins Bett gehen.« Ein paar Mädchen waren ihre Treppe heruntergekommen, die Morgenmäntel fest um den Körper gewickelt und tief gähnend. Auch mehrere Jungen tauchten jetzt auf. »Gute Idee, machen wir weiter?« fragte Fred Weasley strahlend. »Alle zurück in die Betten«, sagte Percy, der jetzt drei hereingerannt kam und sich beim Sprechen sein Schulsprecherabzeichen an den Schlafanzug heftete. »Percy, Sirius Black«, sagte Ron matt, »in unserem Schlafsaal mit einem Messer, hat mich geweckt.« Im Gemeinschaftsraum wurde es totenstill. »Unsinn«, sagte Percy, wenngleich verdutzt. »Du hast zu viel gegessen, Ron, davon hat man Albträume.« »Ich sag dir doch. Jetzt aber mal wirklich genug. Genug ist genug.« Professor McGonagall war auch wieder da. Sie schlug das Porträt hinter sich zu, trat in den Gemeinschaftsraum und blickte wütend in die Runde. »Ich bin ja froh, dass Gryffindor das Spiel gewonnen hat. Aber ihr Betragen wird allmählich lästig. Percy, ich hätte mehr von Ihnen erwartet.« »Ich habe das natürlich nicht erlaubt, Professor«, sagte Percy empört. »Ich habe sie alle ins Bett zurückgeschreckt. Mein Bruder Ron hier hatte einen Albtraum.« »Es war kein Albtraum«, rief Ron. »Professor, ich bin aufgewacht und da stand Sirius Black über mir mit einem Messer in der Hand.« Professor McGonagall starrte ihn an. »Machen Sie sich nicht lächerlich, Weasley. Wie hätte er denn durch das Porträtloch kommen sollen?« »Fragen Sie doch den«, sagte Ron und wies mit zitterndem Zeigefinger auf die Rückseite von Sir Cadogans Gemälde. »Fragen Sie ihn, ob er...« Mit einem übellaunigen Blick auf Ron stieß Professor McGonagall das Porträt zur Seite und ging hinaus. Die ganze Schar lauschte mit angehaltenem Atem. »Sie haben ihn reingelassen?« kreischte Professor McGonagall. »Aber das Passwort!« »Er hat sie gehabt«, sagte Sir Cadogan stolz. »Hatte alle von der ganzen Woche, my lady. Hat sie von einem kleinen Zettel abgelesen.« Professor McGonagall kletterte zurück durch das Porträtloch und wandte sich der sprachlosen Menge zu. Sie war weiß wie Kreide. »Wer von Ihnen?« sagte sie mit zitternder Stimme. »Welcher unsägliche Dummkopf hat die Passwörter von dieser Woche aufgeschrieben und sie herumliegen lassen?« Zunächst herrschte vollkommene Stille und dann, zuerst kaum vernehmlich, hörte man schrecklich verängstigtes Quieken und Fiepen. Neville Longbottom
von Kopf bis zu den flaumigen Pantoffeln zitternd, hob langsam die Hand. So, das war das 13. Kapitel. Ganz schön spannend am Ende. Und auch ein cooles Quidditch-Spiel. Wie hat's euch gefallen? Freut mich, dass sie das Quidditch-Spiel gewonnen haben, aber haben da wahrscheinlich noch ein bisschen Angst bekommen, dass auf einmal der gesuchte Sirius Black in ihrem Schlafzimmer steht. Jetzt gucke ich mal kurz in den Chat. Ist ja nichts getan. Ja, genau, schön. Schön den Stream liken, bitte. Zum einen wird er mehr Leuten dann angezeigt. Das hilft mir auch oder uns allen. Und sonst kommt Tom Riddle, wie Jonas schon gesagt hat. Also wagt das lieber nicht. Ja, jetzt sind noch ein paar dazugekommen. Das freut mich. Herzlich willkommen an alle, die jetzt auch nochmal da sich ein Kapitel hier angehört haben. Abend an alle. Wir haben anscheinend ein paar Leute, die morgen Schule haben und trotzdem noch wach sind. Ich weiß ja nicht, wie ihr das macht. Ich muss morgen auch früh in die Uni, aber ich weiß noch, zu meinen Schulzeiten, da musste ich immer, ich glaube um 7.30 Uhr oder so hat das angefangen, da musste ich immer zu unsäglichen Zeiten aufstehen. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das macht. Aber wenn ihr morgen irgendwie um 6 oder so aufstehen müsst, dann wäre es jetzt vielleicht langsam an der Zeit zu schlafen. Aber ihr könnt natürlich noch gerne einen kurzen Moment dranbleiben und dann mit dem nächsten Kapitel einschlafen. Ja, wir haben Dobby im Chat. Das ist aber schön, dass Dobby hier im Chat ist und schreibt, dass Dobby auch die Bücher gefallen. Aber Dobby ist schon schlafen gegangen. Ein dicker Schinken. Ja, sie liest einen dicken Schinken. Das sagt man manchmal zu dicken Büchern. Was einfinden. Was für ein dicker Schinken. Ich glaube, sie hat ein Buch gelesen und keinen Schinken. Also ich weiß ja nicht, was man aus einem Schinken so rauslesen kann. Aber ich glaube, ich kriege da nicht so viel raus. So, jetzt ein kleines Päuschen und dann machen wir gleich weiter mit Kapitel. Wo sind wir? Kapitel 14. Diesmal Snape-Scroll. Jetzt stimmt's. Vorhin habe ich so richtig motiviert das Kapitel weggestrichen und das andere reingeschrieben. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir da noch gar nicht sind, dass wir letztes Mal woanders aufgehört haben. Aber jetzt kommt Snape-Scroll. Fabelhaft. Mach mich müde, bitte. Ich versuch's. Ich lese es noch langsamer. Ich lese es extra langsam und einschläfernd und langweilig. Na, langweilig nicht. Aber ist ja zum Einschlafen, wobei das ja spannend ist. Ich weiß es nicht, ob man da so gut einschlafen kann. Aber das müsst ihr wissen. War das das Letzte? Nee, also das war Gryffindor gegen Ravenclaw hieß das. Jetzt kommt Snape's Scroll und dann, wir sind jetzt auf Seite 280 und wir haben 450 Seiten. Also ich denke, was sind da so 20, 30 Seiten pro Kapitel oder so? Ich glaube, da kommen schon noch ein paar zusammen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, aber ein paar Kapitel sind das schon noch. Kommen jetzt wieder regelmäßig Videos. Ich versuch's. Ich habe jetzt gerade Prüfungsphase. Aber ich gucke, dass wir, also spätestens nach meinen Prüfungen, kommen dann wieder sehr regelmäßig welche. Aber ich versuche, dass davor noch so ein, zwei Videos kommen. Oder ein, zwei Livestreams. Ich denke, vielleicht noch einer und dann brauche ich ein bisschen Zeit. Und danach kann ich auf jeden Fall ein paar Livestreams machen. Genau. Freut mich, dass es dir gefällt, Moritz. Wie wird man guter Vorleser? Keine Ahnung. Ich mache einfach, was ich denke, passt und
manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht so. Ich denke, das ist einfach Erfahrung. Das ist ja schon das dritte Buch, das wir hier auf YouTube hier lesen. Also das erste Buch, das weiß ich noch. Oder, also eigentlich öfter, aber vor allem am Anfang habe ich öfter so, ja, man bessert sich mit der Zeit, würde ich sagen. Das erste Buch habe ich auch noch, habe ich da schon Livestreams gemacht? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. Aber, ja. Das Café am Rande der Welt mit deiner Stimme. Habe ich schon oft gehört, habe ich leider noch nicht gelesen. Können wir vielleicht auch mal machen. Also gleich geht's weiter. Ich brauche noch eine Minute. Und dann machen wir das nächste Kapitel weiter. Bis 11. Und hast den Account von deiner Mutter an dich gerissen. Die freut sich. Da dann. Aber wenn du 11 bist, dann wärst es eigentlich bald mal Zeit fürs Bett. Sonst bist du ja ganz müde morgen in der Schule. Oder hast du noch keine Schule morgen? Genau. Ist ja schon ganz schön spät. So, ich bereite mal das nächste Kapitel vor. Einen Moment brauche ich noch und dann machen wir weiter mit Snape Scroll. Gut, dass du morgen nicht arbeiten musst. Ja, gut. Sehr gut. Freut mich. Freut mich auch für dich. Freut mich für alle, die morgen nicht arbeiten müssen. Oder nicht früh aufstehen müssen in die Schule oder in die Uni. Hat immer was. Du Glücklicher. Ja, ne? Aber der muss bestimmt sonst auch oft arbeiten. Da hat er das mal verdient. Oder die. Ich hab's gar nicht genau. Cassie. Ich weiß nicht genau, vielleicht auch ein Mädel. Patrick Süßkind, das Parfüm. Ja, das Parfüm, das habe ich auch schon gehört. Ich glaube, da gab es sogar mal einen Film. Ich meine, den habe ich mal gesehen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist schon eine ganze Weile her. Okay, dann wie gehabt, wir machen mal das nächste Kapitel. Nicht wundern, wenn ich jetzt nicht mehr so viel antworte, weil wir haben das mal beschlossen, dass ich dann nicht die ganze Zeit mit dem Chat rede, sondern dass wir das Kapitel einfach lesen, weil das sonst bis, glaube ich, aus der Story einen rausnimmt. Genau, dann geht's mal weiter. Snape Scroll. Keiner im Turm der Gryffindors schlief in dieser Nacht. Sie wussten, dass das Schloss erneut durchsucht wurde und das ganze Haus wartete im Gemeinschaftsraum auf die Nachricht, dass sie Black endlich gefasst hätten. Im Morgengrauen kehrte Professor McGonagall zurück und sagte ihnen, dass er wieder entkommen war. Wo immer sie am nächsten Tag hinkam, überall fielen ihnen die scharfen Sicherheitsvorkehrungen auf. Professor Flitwick brachte dem Schlossportal anhand eines großen Bildes bei, Sirius Black zu erkennen. Filch wuselte die Korridore entlang und gipste alles zu, was er finden konnte, von kleinen Rissen in der Wand bis zu Mauselöchern. Sir Cadogan hatten sie gefeuert. Sein Porträt hing wieder auf dem verlassenen Korridor im 7. Stock und die fette Dame war wieder an ihrem Platz. Man hatte sie zwar fachmännisch restauriert, doch immer noch war sie höchst nervös. Ihrer Rückkehr hatte sie nur unter der Bedingung zugestimmt, dass man ihr zusätzlichen Schutz bot. Und so wurde zu ihrer Bewachung eine Truppe bärbeißiger Sicherheitstrolle angeheuert. Diese bedrohlich wirkenden Gestalten, die jetzt auf dem Korridor Streife gingen, unterhielten sich mittels Grunzlauten und verglichen zum Zeitvertreib die Größe ihrer Schlagkeulen.
Harry fiel auf, dass die Statue der einäugigen Hexe im dritten Stock unbewacht blieb und auch ihr Buckel nicht zugegipst wurde. Offenbar hatten Fred und George recht, wenn sie glaubten, sie und inzwischen auch Harry, Ron und Hermine wären die einzigen, die von dem Einstieg zum Geheimgang wussten. »Meinst du, wir sollten es melden?« fragte Harry Ron. »Black kann ihn ohnehin nicht benutzen«, sagte Ron, ohne Zögern. »Er müsste im Honigtopf einbrechen, wenn er durch die Falltür will. Und die Besitzer hätten es doch längst gemerkt oder etwa nicht.« Harry war froh, dass Ron so dachte. Zum einen war er nicht scharf darauf zu verraten, dass er jetzt die Karte des Rumtreibers besaß. Zum anderen würde er nie wieder nach Hogsmeade kommen, wenn Filch die einäugige Hexe auch noch zugipste. Ron war über Nacht zur Berühmtheit geworden. Zum ersten Mal in seinem Leben schenkten ihm die anderen Schüler mehr Aufmerksamkeit als Harry, und offensichtlich genoss er diese Erfahrung. Zwar steckten ihm die nächtlichen Ereignisse immer noch in den Knochen, doch eifrig schilderte er jedem, der es hören wollte, was geschehen war, und sparte dabei nicht mit Einzelheiten. »Also, mitten im Schlaf höre ich plötzlich dieses Geräusch, als ob etwas zerreißt, und ich denke, ich träume, versteht ihr? Aber dann spüre ich diesen Luftzug, ich wache auf und der Vorhang auf der einen Bettseite ist runtergerissen. Ich drehe mich um und da steht er über mir, wie ein Skelett mit langen, dreckigen Haaren. Er hält ein Messer in der Hand, mindestens 30 cm lang, und er starrt mich an und ich starre zurück und dann schreie ich und er haut ab.« »Warum eigentlich?« fragte er an Harry gewandt, während sich die Mädchen aus der zweiten Klasse, die seine unheimlichen Geschichte gelauscht hatten, tuschelnd entfernten. »Warum ist er abgehauen?« Auch Harry hatte sich diese Frage gestellt. Warum hatte Black, nachdem er erkannt hatte, dass er das falsche Bett erwischt hatte, Ron nicht zum Schweigen gebracht, um dann zum nächsten Bett zu gehen? Black hatte vor 12 Jahren bewiesen, dass es ihm nichts ausmachte, unschuldige Menschen zu töten. Und diesmal hat er es mit 5 unbewaffneten Jungen zu tun gehabt, von denen 4 schliefen. »Er muss gewusst haben, dass es für ihn schwierig würde, aus dem Schloss zu fliehen, nachdem du geschrien und die Leute aufgeweckt hast«, sagte Harry nachdenklich. »Er hätte das ganze Haus umbringen müssen, wenn er durch das Porträtloch zurück wollte. Und dann hätte er es mit den Lehrern zu tun bekommen.« Neville war in Schimpf und Schande gefallen. Professor McGonagall war so wütend auf ihn, dass sie ihm jeden weiteren Besuch in Hogsmeade verboten, ihm eine Strafarbeit aufgehalst und jedem untersagt hatte, ihm das Passwort zum Turm zu sagen. Der arme Neville musste nun jeden Abend draußen vor dem Gemeinschaftsraum warten, wo die Sicherheitstrolle misstrauisch beäugten, bis jemand kam, der ihn einließ. Keine dieser Strafen jedoch kam der nahe, die seine Großmutter für ihn im Petto hatte. 2 Tage nach Blacks Einbruch schickte sie ihm das Übelste, das ein Hogwarts-Schüler zum Frühstück auf den Tisch bekommen konnte. Einen Heuler. Die Schuleulen schwebten wie jeden Morgen mit der Post in die große Halle. Neville verschluckte sich, als eine große Schleiereule mit einem scharlachroten Umhang im Schnabel vor ihm landete. Harry und Ron, die gegenüber saßen, erkannten sofort, dass in diesem Brief ein Heuler steckte. Ein Jahr zuvor hatte Ron einen von seiner Mutter bekommen. »Hau lieber ab, Neville«, riet ihm Ron. Neville ließ sich das nicht zweimal sagen. Er packte den Umschlag, hielt ihn mit ausgestreckten Armen vor sich wie eine Bombe und rannte aus der Halle, ein Anblick, bei dem der Tisch der Slytherins in tosendes Gelächter ausbrach. Sie hörten den Heuler in der Eingangshalle losgehen. Die Stimme von Nevilles Großmutter, magisch verstärkt auf das 100-fache ihrer üblichen Lautstärke, schrie und tobte, welche Schande er über die ganze Familie gebracht habe. Harry empfand so ein tiefes Mitleid mit Neville, dass er zunächst gar nicht bemerkte, dass auch er einen Brief bekommen hatte. Hedwig beanspruchte jetzt seine Aufmerksamkeit und pickte ihm schmerzhaft aufs Handgelenk. »Autsch! Ach, danke, Hedwig!« Während Hedwig sich ein wenig an Nevilles Cornflakes gütlich tat, riss Harry den Umschlag auf und entfaltete den Brief. »Lieber Harry, lieber Ron, wie wär's mit einer Tasse Tee heute Nachmittag gegen 6? Ich hole euch vom Schloss ab, wartet in der Eingangshalle auf mich. Ihr dürft nicht alleine rausgehen. Beste Grüße, Hagrid.« »Er will wahrscheinlich alles über Black hören«, sagte Ron. Und so verließen Harry und Ron an diesem Nachmittag um 6 den Turm der Gryffindors, gingen schleunigst an den Sicherheitstrollen vorbei und stiegen hinunter in die Eingangshalle. Hagrid wartete bereits auf sie. »Ich weiß, Hagrid«, sagte Ron. »Du willst sicher wissen, was am Samstagnacht passiert ist, oder?« »Das weiß ich schon alles«, sagte Hagrid, öffnete das Portal und gleitete sie nach draußen. »Ach so«, sagte Ron, ein wenig enttäuscht. Das Erste, was sie sahen, als sie in Hagrids Hütte traten, war Seidenschnabel.
die gewaltigen Flügel an den Körper geschmiegt, hat er sich der Länge nach auf Hagrids Fliegenvorleger ausgestreckt und verspeiste genüsslich einen großen Teller toter Frettchen. Harry wandte die Augen von diesem unschönen Anblick ab und sah jetzt einen kolossalen Anzug aus braunem Fellhaar und eine fürchterliche gelb-orange-rote Krawatte an der Tür von Hagrids Kleiderschrank hängen. »Wozu brauchst du diese Klamotten?« fragte Harry. »Für den Prozess gegen Seidenschnabel vor dem Ausschuss, für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe«, sagte Hagrid. »Diesen Freitag. Wir fahren zusammen runter nach London. Ich habe 2 Betten im fahrenden Ritter gebucht.« Harry überkam plötzlich peinliche Gewissensbisse. Dass Seidenschnabel bald der Prozess drohte, hatte er völlig vergessen, und nach Rons verlegener Miene zu schließen, war es ihm nicht anders gegangen. Zudem hatten sie ihr Versprechen vergessen, Hagrid bei der Vorbereitung für Seidenschnabels Verteidigung zu helfen. Der Feuerblitz hatte es schlichtweg aus ihren Köpfen gelöscht. Hagrid schenkte ihnen Tee ein und bot ihnen einen Teller Rosinenbrötchen an, doch sie lehnten dankend ab. Hagrids Kochkünste hatten sie noch gut in Erinnerung. »Ich hab was mit euch zu besprechen«, sagte Hagrid und setzte sich mit einer für ihn ungewöhnlich ernsten Miene zwischen die beiden. »Was denn?«, wollte Harry wissen. »Hermine«, sagte Hagrid. »Was mit ihr?«, fragte Ron. »Geht ja ziemlich elend, muss ich euch sagen. Sie hat mich seit Weihnachten oft besucht, hat sich einsam gefühlt. Erst habt ihr wegen dem Feuerblitz nicht mit ihr geredet und jetzt ist es wegen ihrem Kater.« »Er hat Krätze gefressen«, warf Ron zornig ein. »So sind sie eben, die Kater«, fuhr Hagrid unbeirrt fort. »Sie hat ziemlich oft geheult, sag ich euch. Hat's im Moment nicht leicht. Hat sich mehr aufgehalst, als sie verkraften kann, wenn ich mir fragt. Diese ganze Lernerei tut ihr nicht gut. Aber hat aber trotzdem Zeit gefunden, mir mit Seidenschnabel zu helfen. Alle Achtung. Und hat einiges rausgefunden, was ich wirklich gut gebrauchen kann, schätz mal. Er hat jetzt eine reelle Chance.« »Hagrid, wir hätten dir auch helfen sollen. Tut uns leid«, begann Harry peinlich berührt. »Ich will euch doch nichts vorwerfen«, sagte Hagrid und tat Harrys Entschuldigung mit einer Handbewegung ab. »Du hast weiß Gott genug zu tun gehabt, Harry. Ich habe dich Tag und Nacht Quidditch trainieren sehen. Aber ich muss euch sagen, ich hätte gedacht, auch euch wäre ein Freund mehr wert als Besen und Ratten, das ist alles.« Harry und Ron tauschten betretene Blicke. »Sie war ganz durcheinander, unsere Hermine, als Black dich fast erstochen hat, Ron. Ich hatte das Herz am richtigen Fleck und ihr zwei redet nicht mal mit ihr.« »Wenn dieser Kater verschwindet, rede ich wieder mit ihr«, sagte Ron zornig. »Aber sie hängt immer noch an dem Vieh. Ein richtiges Raubtier und sie will kein Wort gegen ihn hören.« »Ach, weißt du, die Menschen stellen sich manchmal ein wenig dumm, wenn es um ihre Haustiere geht«, sagte Hagrid weise. Hinter ihnen spuckte sein Schnabel ein paar Frettchenknochen auf Hagrids Kissen. Den Rest der Zeit sprachen sie über Quidditch und die inzwischen besseren Chancen Gryffindors, den Pokal zu gewinnen. Um 9 brachte Hagrid sie zurück ins Schloss. Im Gemeinschaftsraum drängte sich eine große Schülertraube um das Mitteilungsbrett. »Nächstes Wochenende geht's wieder mal nach Hogsmeade«, sagte Ron, der sich ein wenig vorgedrängelt hatte, um den neuen Zettel zu lesen. »Was meinst du?«, fügte er mit gedämpfter Stimme an Harry gewandt zu, während sie sich setzten. »Naja, Filch hat sich um den Geheimgang zum Honigtopf nicht gekümmert«, sagte Harry noch leiser. »Harry«, sprach eine Stimme in sein rechtes Ohr. Harry zuckte zusammen und wandte sich um. Am Tisch hinter ihnen saß Hermine und räumte eine Lücke in der Wand aus Büchern frei, die sie bisher verborgen hatte. »Harry, wenn du noch einmal nach Hogsmeade gehst, erzähle ich Professor McGonagall von dieser Karte«, flüsterte Hermine. »Hörst du jemanden reden, Harry?«, knurrte Ron, ohne Hermine anzusehen. »Ron, wie kannst du ihn noch anstacheln, nachdem, was Sirius Black fast dir angetan hat?« »Ich mein's ernst, ich geh zu. Jetzt dreist du es wirklich zu weit, dass sie Harry noch von der Schule werfen«, zischte Ron wütend. »Hast du dieses Jahr noch nicht genug Schaden angerichtet?« Hermine öffnete den Mund, um zu antworten, doch mit einem leisen Fauchen sprang ihr Krummbein auf den Schoß. Hermine warf Ron einen besorgten Blick zu, dessen Gesicht jetzt einen merkwürdigen Ausdruck annahm. Sie packte Krummbein und ging rasch in Richtung Mädchenschlafsaal davon. »Also, wie steht's?«, sagte Ron zu Harry, als wären sie gar nicht unterbrochen worden. »Komm schon, das letzte Mal, als du in Hogsmeade warst, hast du gar nichts gesehen. Du bist noch nicht mal bei Zonko gewesen.« Harry vergewisserte sich, dass Hermine aus der Hörweite war. »Gut«, sagte er. »Aber diesmal nehme ich den Tarnumhang.«
Am Samstagmorgen packte Harry seinen Tarnumhang in die Schultasche, steckte die Karte des Rumtreibers in die Hose und ging mit den anderen hinunter zum Frühstück. Hermine sah von der anderen Seite des Tisches immer wieder misstrauisch herüber, doch er mied ihren Blick und sorgte dafür, dass sie ihn draußen in der Eingangshalle die Marmortreppe hochsteigen sah, während sich alle anderen am Portal versammelten. »Ciao«, rief Harry Ron nach. »Wir sehen uns, wenn ihr zurück seid.« Ron grinste und zwinkerte. Harry rannte hoch in den dritten Stock und zog die Karte hervor. Er kauerte sich hinter der einäugigen Hexe auf den Boden und breitete sie aus. Ein kleiner Punkt bewegte sich in seine Richtung. Harry verfolgte ihn gespannt. In winziger Schrift neben dem Punkt stand Neville Longbottom. Rasch zückte Harry den Zauberstab, murmelte Descendium und schob seine Schultasche in die Statue. Doch bevor er selbst hineinklettern konnte, kam Neville um die Ecke. »Harry, ich habe ganz vergessen, dass ihr auch nicht nach Hogsmeade darfst.« »Hallo, Neville«, sagte Harry. Schnell ging er ein paar Schritte weg von der Statue und stopfte die Karte in den Umhang. »Irgendwelche Pläne?« »Nee«, sagte Neville schulterzuckend. »Hast du Lust auf eine Runde, auf eine Partie Snape explodiert?« »Jetzt nicht. Ich wollte eben in die Bibliothek und diesen Vampiraufsatz für Lupin schreiben.« »Ich komm mit«, sagte Neville strahlend. »Ich habe noch gar nicht damit angefangen.« »Warte mal. Ich habe ja ganz vergessen. Ich habe ihn gestern Abend fertig geschrieben.« »Oh, toll, dann kannst du mir ja helfen«, sagte Neville. Und sein Blick flehte um Beistand. »Das mit dem Knoblauch kapiere ich überhaupt nicht. Müssen Sie den essen, oder was?« Unter leisem Keuchen erstarb Nevilles Stimme. Sein Blick fiel an Harry vorbei auf den Korridor. Es war Snape. Neville ging rasch hinter Harry in Deckung. »Und was macht ihr beide hier?« fragte Snape, baute sich vor ihnen auf und sah sie abwechselnd an. »Ein ungewöhnlicher Treffpunkt.« Harry überkam gewaltige Unruhe, als Snapes flackernder Blick über die Türen zu beiden Seiten des Ganges huschte und dann an der einäugigen Hexe Blick hängen blieb. »Das ist nicht unser Treffpunkt«, sagte Harry. »Wir haben uns einfach zufällig getroffen.« »Tatsächlich«, sagte Snape. »Du hast die Gewohnheit, an ausgefallenen Orten aufzutauchen, Potter. Und das meist aus ganz bestimmten Gründen. Ich schlag vor, ihr zwei geht schleunigst zurück in euren Turm, da wo ihr hingehört.« Neville und Harry gingen ohne weiteres Wort davon. Bevor sie um die Ecken bogen, wandte sich Harry noch einmal um. Snape strich mit der Hand über den Kopf der einäugigen Hexe und untersuchte sie genau. Bei der fetten Dame angelangt, schaffte es Harry, Neville abzuschütteln, indem er ihm das Passwort sagte und vorschützte, seinen Vampiraufsatz in der Bibliothek vergessen zu haben. Er rannte davon. Aus der Sicht der Sicherheitskontrolle zog er die Karte hervor und versenkte sich in den Plan des Schlosses. Der Korridor am dritten Stock schien wie ausgestorben. Harry suchte die Karte sorgfältig ab und stellte mit Erleichterung fest, dass der kleine Punkt namens Sirius Snape inzwischen wieder in seinem Büro war. Er rannte zurück zur einäugigen Hexe, öffnete ihren Buckel, schlüpfte hinein und schlitterte hinunter zu seiner Tasche am Ende der steinernen Rutsche. Er löschte die Karte des Rumtreibers und spottete los. Harry, unter dem Tarnumhang vollkommen verborgen, trat ins Sonnenlicht vor dem Honigtopf und klopfte Ron auf den Rücken. »Ich bin's«, murmelte er. »Wo hast du so lange gesteckt?« zischte Ron. »Snape ist herumgeschlichen.« Sie machten sich auf den Weg die Hauptstraße entlang. »Wo bist du?« murmelte Ron, immer wieder aus den Mundwinkeln. »Bist du noch da? Ein komisches Gefühl ist das.« Sie gingen zum Postamt. Ron tat so, als wolle er wissen, wie viel eine Eule zu Bill nach Ägypten koste, damit sich Harry in Ruhe umsehen konnte. Die Eulen, mindestens 300 Tiere, saßen auf Stangen und fiebten ihm leise zu. Alles war vertreten, von den großen Uhus bis zu den Käuzchen. Zustellung nur innerorts, die so winzig waren, dass sie auf Harrys Hand Platz hatten. Dann besuchten sie Zonko, wo sich so viele Schüler drängelten, dass Harry sorgfältig aufpassen musste, niemandem auf die Zehen zu treten und eine Panik auszulösen. Hier gab es Scherz- und Jux-Artikel, die selbst Fred und George wildeste Träume verblassen ließen. Harry flüsterte Ron zu, was er tun sollte, und reichte ihm unter seinem Umhang ein paar Goldmünzen. Sie verließen Zonko mit stark erleichterten Geldbeuteln, doch die Taschen bersten voll mit Stinkbomben, Schluckauf-Drops, Froschleichseife und mit je einer nasebeißenden Teetasse.
Es war ein schöner Tag mit einer leichten Brise und keiner von beiden hatte Lust, sich irgendwo reinzusetzen. Also schlenderten sie an den drei Wesen vorbei und einen Hügel hinauf. Dort oben, ein wenig abseits vom Dorf, stand das verspuckteste Haus in ganz Britannien, die heulende Hütte. Mit ihren bretterverkrakelten Fenstern und dem morastigen, überwucherten Garten war sie selbst bei Tageslicht ein wenig schaurig. Sogar die Geister in Hogwarts machen einen Bogen um die Hütte, sagte Ron, während sie über den Zaun gelehnt zu ihr hochsahen. Ich habe den fast kopflosen Nick gefragt. Er meinte, hier hätte eine ziemlich raue Bande gelebt. Keiner kommt da rein. Fred und George haben es natürlich versucht, aber alle Eingänge sind versiegelt. Harry, von der Klettertour erhitzt, überlegte gerade, ob er den Umhang nicht eine Weile ablegen sollte, als sie Stimmen in der Nähe hörten. Jemand stieg auf der anderen Seite des Hügels zur Hütte empor. Sekunden später war Malfoy zu erkennen, dicht gefolgt von Krabby und Goyle. Malfoy sprach. Ich erwarte jede Minute eine Eule von meinem Vater. Er musste zum Prozess, um ihn von meinem Arm zu berichten, dass ich ihn 3 Monate lang nicht gebrauchen konnte. Krabby und Goyle juckten. Ich wünschte, ich könnte dabei sein, wenn sich dieser zottige Volltrottel zu verteidigen sucht. Der tut nichts Böses, ehrlich. Dieser Hippogreif ist so gut wie tot. Da fiel Malfoys Blick auf Ron. Sein blasses Gesicht verzog sich zu einem bösartigen Grinsen. Was machst du denn hier, Weasley? Malfoy sah an Ron vorbei zu einem baufälligen Haus. Vermute mal, du wirst am liebsten hier wohnen, nicht wahr, Weasley? Du träumst davon, ein eigenes Schlafzimmer zu haben? Hab gehört, bei euch schlafen sie alle in einem Zimmer, stimmt das? Harry packte Ron von hinten am Umhang, damit er sich nicht auf Malfoy stürzte. Überlass ihn mir, zischte Ron ins Ohr. Die Gelegenheit war einfach zu gut. Leise schlich sich Harry hinter Malfoy, Krabby und Goyle, bückte sich und grub eine große Handvoll Schlamm aus dem Fußweg. Wir reden gerade über deinen Freund Hagrid, sagte Malfoy zu Ron. Was er wohl zu dem Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe erzählt? Glaubst du, der fängt an zu heulen, wenn sie seinem Hippogreif? Klatsch! Malfoys Kopf ruckte nach vorn, als ihn der Schlamm von hinten traf. An seinem silberblonden Haar tropfte der Mutter herunter. Was zum? Ron bekam wabbelige Knie vor Lachen und musste sich am Zaun festhalten. Malfoy, Krabby und Goyle torkelten im Kreis herum und stierten fassungslos in die Gegend. Mühselig wischte sich Malfoy den Dreck aus den Haaren. Was war das? Wer war das? Spuk ganz schön hier oben, sagte Ron, als würde er übers Wetter reden. Krabby und Goyle bekamen es offenbar mit der Angst zu tun. Gegen Gespenster konnten sie mit ihren überquellenden Muskelpaketen nichts ausrichten. Malfoy stierte mit irrem Blick in die menschenleere Gegend. Harry schlich den Fußweg entlang bis zu einer besonders dreckigen Pfütze und griff sich beherzt eine Handvoll übelriechenden grünlichen Schlicks. Flatsch! Diesmal bekam Krabby und Goyle ihren Anteil. Goyle tapste wütend umher und wischte sich verzweifelt den Schlick aus den kleinen dumpfen Augen. »Es kommt von da drüben«, sagte Malfoy und zeigte auf eine Stelle etwa 2 Meter links von Harry, während er sich immer noch das Gesicht wischte. Krabby stolperte los, die langen Arme ausgestreckt wie ein Zombie. Harry duckte sich seitlich weg, hob einen Ast vom Boden und schleuderte ihn auf Krabbys Rücken. Krabby hob vor Schreck vom Boden ab und drehte eine Pirouette in der Luft. Harry krümmte sich vor stummem Lachen. Da Ron der Einzige war, den Krabby sehen konnte, ging er auf ihn los, doch Harry stellte ihm ein Bein. Und Krabbys riesiger Plattfuß verhedderte sich im Zaum von Harrys Umhang. Harry spürte ein mächtiges Zerren, dann wurde der Tarnumhang von seinem Gesicht gerissen. Für den Bruchteil einer Sekunde starrte ihn Malfoy an. »Ah!« brüllte er und deutete auf Harrys Kopf. Dann machte er auf dem Absatz kehrt und rannte mit halsbrecherischer Geschwindigkeit den Hügel hinunter, Krabby und Goyle auf den Fersen. Harry zog sich den Umhang wieder über den Kopf, doch nun war es passiert. »Harry«, sagte Ron, stolperte in seine Richtung und starrte hoffnungslos auf die Stelle, wo Harry verstunden war. »Du haust besser ab. Wenn mal für das erzählt, du musst zurück ins Schloss, aber schnell.« »Bis später«, sagte Harry. Und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, rannte er den Fußweg hinunter nach Hogsmeade. Würde Malfoy seinen eigenen Augen trauen? Würde irgendjemand Malfoy Glauben schenken? Keiner wusste von dem Tarnumhang, keiner außer Dumbledore. Harry drehte sich der Magen. Wenn Malfoy die Geschichte erzählte, würde Dumbledore genau wissen, was passiert war.
Zurück in den Honigtopf, die Kellertreppe hinunter, über den steinernen Fußboden durch die Falltür. Harry zog den Umhang aus, klemmte ihn unter den Arm und rannte ohne nachzudenken den Geheimgang entlang. Malfoy würde vor ihm zurück sein. Wie lange würde er brauchen, um einen Lehrer zu finden? Er keuchte und spürte ein heftiges Stechen an einer Seite. Doch er rannte atemlos weiter, bis er die steinerne Rutsche erreichte. Er würde den Umhang hier lassen müssen. Er wäre ein zu großer Verlust, falls Malfoy ihn bei einem Lehrer anschwärzen würde. Er versteckte ihn in einer dunklen Ecke und kletterte so schnell er konnte die Rutsche hoch. Immer wieder glitten seine schwitzigen Hände an den Seiten ab. Er gelangte ins Innere des Hexenbuckels, tippte mit dem Zauberstab dagegen, streckte den Kopf ins Freie und kletterte hinaus. Der Buckel schloss sich und gerade als Harry hinter der Statue hervorgesprungen war, hörte er schnelle Schritte kommen. Es war Snape. Rasch und mit wehendem schwarzen Umhang ging er auf Harry zu und baute sich vor ihm auf. So, sagte er. Unterdrückte Siegesgewissheit spiegelte sich in seinem Gesicht. Harry mühte sich wie ein Ullenschutzlamm auszusehen, doch er war sich bewusst, dass sein Gesicht verschwitzt war und seine Hände voller Erde klebten, und er steckte sie rasch in die Taschen. »Mitkommen, Potter«, sagte Snape. Harry folgte ihm die Treppe hinunter. Unterwegs versuchte er, die Hände an der Innenseite seines Umhangs sauber zu wischen, ohne dass Snape es bemerkte. Sie gingen die Treppen zu den Kerkern hinunter und betraten Snapes Büro. Hier war Harry schon einmal gewesen, und auch damals hatte er einen ziemlichen Schlamassel gesteckt. Seither hatte Snape noch ein paar weitere, fürchterliche Schleimungetüme erworben, allesamt in Glasgefäßen auf Regalen hinter seinem Schreibtisch ausgestellt. Sie glitzerten im Licht des Feuers und hellten die bedrohliche Stimmung nicht gerade auf. »Setz dich«, sagte Snape. Harry setzte sich. Snape jedoch blieb stehen. »Mr. Malfoy war eben bei mir und hat mir eine merkwürdige Geschichte erzählt, Potter«, sagte Snape. Harry sagte nichts. »Er sei oben bei der heulenden Hütte gewesen und habe dort zufällig Weasley getroffen, der offenbar allein war«, Harry schwieg. »Mr. Malfoy behauptet, er habe sich mit Weasley unterhalten, als ihn eine ziemliche Handvoll Schlamm in den Nacken getroffen habe. Wie glaubst du, konnte das geschehen?« »Ich weiß nicht, Professor.« Snapes Blick bohrte sich in Harrys Augen. Es war genau wie bei einem Hippogreif, den man anstarren musste, und Harry versuchte angestrengt nicht zu blinzeln. »Daraufhin hatte Mr. Malfoy eine ungewöhnliche Erscheinung. Hast du eine Ahnung, was das gewesen sein könnte?« »Nein«, sagte Harry und versuchte jetzt arglos neugierig zu klingen. »Es war dein Kopf, Potter, und der schwebte in der Luft.« Ein langes Schweigen trat ein. »Vielleicht sollte er mal rüber zu Madame Pomfrey«, sagte Harry. »Wenn er solche Dinge sieht, was hatte dein Kopf in Hogsmeade zu suchen, Potter?« sagte Snape leise. »Dein Kopf ist in Hogsmeade verboten. Kein Teil deines Körpers darf dort sein.« »Das weiß ich«, sagte Harry, bemühte sich auf seinem Gesicht weder Schuld noch Angst zu zeigen. »Klingt ganz so, als hätte Malfoy »Malfoy hat keine Halluzinationen«, schnarchte Snape. Er beugte sich hinunter und legte die Hände auf Harrys Armlehnen, sodass ihre Gesichter keine Handbreit voneinander entfernt waren. »Wenn dein Kopf in Hogsmeade war, dann war auch der Rest von dir dort.« »Ich war oben in unserem Turm«, sagte Harry. »Wie Sie gesagt, kann das jemand bestätigen?« Harry antwortete nicht. Snapes schmaler Mund kräuselte sich zu seinem fürchterlichen Lächeln. »So, so«, sagte er und richtete sich auf. »Alle Welt vom Zaubereiminister abwärts bemüht sich, zu dem berühmten Harry Potter vor Sirius Black zu schützen. Doch der berühmte Harry Potter folgt seinem eigenen Gesetz. Sollen sich die gewöhnlichen Leute um seine Sicherheit sorgen? Der berühmte Harry Potter geht, wohin er will, ohne an die Folgen zu denken.« Harry schwieg beharrlich. Snape wollte ihn nur triezen und ihm die Wahrheit zu entlocken. Den Gefallen würde er ihm nicht tun. Snape hatte keinen Beweis. Noch nicht. »Du bist deinem Vater ganz erstaunlich ähnlich, Potter«, sagte Snape plötzlich mit glitzernden Augen.
Auch er war über die Maßen arrogant. Ein gewisses Talent auf dem Quidditch-Feld ließ ihn glauben, er stehe über uns anderen. Er ist mit Freuden und Bewundern herumspolziert. Ihr seid euch geradezu unheimlich ähnlich. Mein Dad ist nicht herumstolziert, platzte es aus Harry heraus. Und ich auch nicht. Und dein Vater hat sich auch nicht viel von den Regeln gehalten, fuhr Snape fort. Sein schmales Gesicht war voll Heimtücke. Regeln waren für die normalen Sterblichen da, nicht für die Pokalsieger im Quidditch. Der Kopf war ihm so geschwollen. Schweigen Sie! Plötzlich war Harry auf den Beinen. Ein Zorn, wer ihn seit dem letzten Abend im Degustaweg nicht mehr gespürt hatte, durchströmte ihn. Es war ihm gleich, dass sich Snapes Gesicht versteinert und seine schwarzen Augen gefährlich blitzten. Was hast du eben gesagt, Potter? Sie sollen aufhören, über meinen Vater zu reden, rief Harry. Ich weiß die Wahrheit, okay? Er hat ihnen das Leben gerettet. Dumbledore hat es mir gesagt. Sie wären nicht einmal hier ohne meinen Dad. Snapes fahle Haut hatte die Farbe saurer Milch angenommen. Und hat dir der Schulleiter auch von den Umständen berichtet, unter denen dein Vater mir das Leben gerettet hat? Flüsterte er. Oder glaubt er, die Einzelheiten seien zu unerfreulich für die Ohren des geschätzten jungen Potter? Harry biss sich auf die Lippen. Er wusste nicht, was geschehen war, wollte es aber nicht zugeben, doch Snape schien die Wahrheit zu erraten. Es wäre mir überhaupt nicht recht, wenn du mit einer falschen Vorstellung von deinem Vater herumläufst, Potter. Und ein schreckliches Grinsen verzerrte sein Gesicht. Hast du dir vielleicht eine glorreiche Heldentat vorgestellt? Dann muss ich dich enttäuschen. Denn ach, so wunderbarer Vater und seine Freunde spielt meinen höchst amüsanten Streich, der mich umgebracht hätte, wenn ein Vater nicht im letzten Augenblick kalte Füße bekommen hätte. Es hat überhaupt nichts mit Mut zu tun. Er rettete sein Leben so ebenso wie meines. Wenn der Scherz gelungen wäre, hätte man sie von der Schule geworfen. Snape bleckte seine unregelmäßigen gelblichen Zähne. Leer deine Taschen aus, Potter, blaffte er ihn plötzlich an. Harry rührte sich nicht. In seinen Ohren hämmerte es. Leer die Taschen aus, oder wir gehen sofort zum Schulleiter. Zieh sie raus, Potter. Kalt vor Angst zog Harry langsam die Tüte mit Scherzartikeln von Zonko und die Karte des Rumtreibers hervor. Snape griff sich Zonkos Tüte. Ron hat sie mir geschenkt, sagte Harry und flehte zum Himmel, er würde Ron noch warnen können, bevor Snape ihn sah. Er hat sie letztes Mal aus Hogsmeade mitgebracht. Ach ja. Und du trägst sie seither ständig mit dir herum? Wie ungemein rührend. Und was ist das hier? Snape hielt die Karte in Händen. Harry versuchte mit aller Kraft gleichmütig reinzuschauen. Nur so ein Stück Pergament, sagte er achselzuckend. Snape dreht das hin und her, ohne den Blick von Harry zu wenden. Du brauchst doch sicher kein altes Stück Pergament, sagte er. Warum werfen wir es nicht einfach weg? Seine Hand näherte sich dem Feuer. Nein, sagte Harry rasch. Ach, sagte Snape mit zitternden Nasenflügeln. Noch ein wohlbehütetes Geschenk von Mr. Weasley, oder ist es was ganz anderes? Ein Brief vielleicht mit unsichtbarer Tinte, oder die Anleitung, wie man nach Hogsmeade kommt, ohne an den Dementoren vorbeizumüssen? Harry blinzelte. Snapes Augen glühten. Das werden wir gleich haben, murmelte er, zückte seinen Zauberstab und breitete die Karte auf dem Schreibtisch aus. Enthülle dein Geheimnis, sagte er und berührte das Pergament mit dem Zauberstab. Nichts geschah. Harry ballte die Hände zu Fäusten, um seine zitternden Finger zu verbergen. Zeige dich, sagte Snape und versetzte der Karte einen scharfen Hieb. Sie blieb leer. Harry atmete tief durch, um sich zu beruhigen. Professor Cyrus Snape, Oberlehrer an dieser Schule, befiehlt dir das Wissen, das du verbirgst, preiszugeben, sagte Snape und schlug die Karte mit dem Zauberstab. Wie von unsichtbarer Hand erschienen Wörter auf der glatten Oberfläche. Mr. Mooney erweist Professor Snape die Ehre und bittet ihn, seine erstaunlich lange Nase aus den Angelegenheiten anderer Leute herauszuhalten. Snape erstarrte. Auch Harry starrte wie vom Donner gerührt auf die Schrift, doch die Karte ließ es nicht dabei bewenden. Unter der ersten Mitteilung erschien ein neuer Satz. Mr. Krone kann Mr. Mooney nur beipflichten und möchte hinzufügen, dass Professor Snape ein hässlicher Schaumschläger ist. Das wäre alles recht komisch, dachte Harry, wenn die Lage nicht so ernst wäre. Und es kam noch schlimmer.
Mr. Tatze wünscht seinen befremden Kund zu tun, dass ein solcher Dummkopf jemals Professor wurde. Harry schloss die Augen vor Entsetzen. Als er sie wieder öffnete, hatte die Karte schon ihr letztes Wort geschrieben. Mr. Wurmschwanz wünscht Professor Snape einen schönen Tag und rät dem Schleimbeutel, sich die Haare zu waschen. Harry wartet auf den großen Knall. Schön, sagte Snape gedämpft. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Er ging hinüber zum Feuer, nahm eine Faust voll glitzernder Puder aus einem Fässchen auf dem Kaminsims und warf es in die Flammen. Lupin, rief Snape ins Feuer. Ich muss Sie kurz sprechen. Harry starrte verblüfft ins Feuer. Eine große Gestalt erschien darin und drehte sich rasend schnell um sich selbst. Sekunden später stieg Professor Lupin aus dem Kamin und klopfte sich Asche von seinem schäbigen Umhang. Sie haben gerufen, Snape? Sagte Lupin milde. Allerdings, sagte Snape mit zornverzerrtem Gesicht und ging zurück zum Schreibtisch. Ich habe eben Potter aufgefordert, seine Taschen zu leeren. Dies hat er bei sich. Snape deutete auf das Pergament, auf dem immer noch die Worte des Herrn Mooney, Wurmschwanz, Tatze und Krone verschimmerten. Lupins Gesicht wirkte plötzlich merkwürdig verschlossen. Nun? Sagte Snape. Lupin starrte immer noch auf die Karte. Harry hatte den Eindruck, dass er sehr schnell nachdachte. Nun, sagte Snape erneut. Dieses Pergament steckt offensichtlich voll Schmachtsmagie. Das ist angeblich Ihr Fachgebiet, Lupin. Wo glauben Sie, hat Potter sowas her? Lupin sah auf und warf Harry einen flüchtigen Blick zu. Misch dich bloß nicht ein, schien er zu bedeuten. Voll schwarzer Magie? Wiederholte er sanft. Glauben Sie wirklich, Snape? Mir kommt es nur wie so ein Stück Pergament vor, das jeden beleidigt, der es liest. Kindisch, ja. Aber doch nicht gefährlich. Ich denke, Harry hat das aus dem Scherzartikel geladen. Tatsächlich, sagte Snape. Sein Kiefer malte vor Zorn. Sie glauben, ein Juxladen würde ihm so etwas verkaufen? Halten Sie es nicht für wahrscheinlicher, dass es direkt von den Herstellern hat? Harry begriff nicht, was Snape meinte. Lupin scheinbar auch nicht. Sie meinen von Mr. Wurmschwanz oder einem der anderen? Fragte er. Harry, kennst du einen von diesen Männern? Nein, sagte Harry rasch. Sehen Sie, Sirius, sagte Lupin und wandte sich erneut Snape zu. Mir kommt es vor wie etwas, das es bei Zonko zu kaufen gibt. Wie gerufen kam Ron ins Büro gestürmt und konnte, völlig außer Atem, nur knapp vom Snapes Schreibtisch abbremsen. Er hatte die Hand auf die offenbar stechende Brust gepresst und versuchte etwas zu sagen. Ich habe Harry diese Sachen geschenkt, wirkte er hervor. Hast sie bei Zonko gekauft? Schon ewig lange her. Gut, sagte Lupin, klatschte in die Hände und blickte gut gelaunt in die Runde. Das scheint mir die Sache zu erklären. Sirius, das hier nehme ich an mich, einverstanden? Er faltete die Karte zusammen und steckte sie in den Umhang. Harry, Ron, ihr kommt mit mir auf ein Wort über den Vampiraufsatz. Entschuldigen Sie uns bitte, Sirius. Sie gingen hinaus und Harry wagte es nicht, einen Blick auf Snape zu werfen. Ohne ein einziges Wort zu wechseln, gingen die drei den ganzen Weg zurück zur Eingangshalle. Dann wandte sich Harry an Lupin. Professor, ich möchte jetzt keine Erklärungen hören, sagte Lupin kurz angebunden. Er sah sich in der leeren Eingangshalle um und dämpfte die Stimme. Zufällig weiß ich, dass Mr. Filch diese Karte vor vielen Jahren beschlagnahmt hat. Harry und Ron rissen erstaunt die Augen auf. Ja, ich weiß, dass es eine Karte ist, fuhr er fort. Ich möchte nicht wissen, wie sie in deinen Besitz gelangt ist, allerdings bin ich erstaunt, dass du sie nicht an mich weitergegeben hast. Besonders nach dem, was beim letzten Mal geschehen ist, als ein Schüler Informationen über das Schloss herumliegen ließ. Und ich kann sie dir nicht mehr zurückgeben, Harry. Harry hatte nichts anderes erwartet und war auf die Erklärung so gespannt, dass er gar nicht erst widersprach. Warum glaubt Snape eigentlich, dass ich sie von den Herstellern habe? Lupin zögerte. Weil die Hersteller der Karte dich sicher aus der Schule haben wollten. Das hätten sie höchst unterhaltsam gefunden. Sie kennen sie? Fragte Harry beeindruckt. Oberflächlich, sagte Lupin knapp. Er sah Harry ernster an als je zuvor. Glaub nicht, dass ich noch einmal für dich in die Bresche springe, Harry. Ich kann dich nicht dazu zwingen, Sirius Black ernster zu nehmen. Aber ich hätte geglaubt, dass die Dinge, die du hörst, wenn die Dementoren in die Nähe kommen, dich stärker beeindruckt hätten. Deine Eltern haben ihr Leben für deines geopfert, Harry. Es ist keine schöne Art, ihnen zu danken, ihre Opfer für eine Tüte magischer Scherzartikel zu verspielen.
Er ging davon und ließ Harry stehen. Und Harry fühlte sich schlechter als je in Snapes Büro. Langsam stieg er mit Ron die Marmortreppe hoch. Als er an der einäugigen Hexe vorbeikam, fiel ihm der Tarnumhang ein. Er war immer noch dort unten, doch er wagte es nicht, ihn zu holen. »Es ist meine Schuld«, sagte Ron aus heiterem Himmel. »Ich hab dich angestiftet, mit mir zu kommen. Lupin hat recht, das war dumm, wir hätten es nicht tun dürfen.« Er verstummte. Sie waren jetzt in dem Korridor, in dem die Sicherheitstrolle auf und ab marschierten, und Hermine kam auf sie zu. Nach einem Blick in ihr Gesicht war sich Harry sicher, dass sie gehört hatte, was passiert war. Sein Herz verkrampfte sich. Hatte sie es Professor McGonagall erzählt? Sie hielt vor ihnen an. »Na, willst du deine Schadenfreude genießen?« sagte Ron gehässig. »Oder hast du uns gerade verpetzt?« »Nein«, sagte Hermine. Sie hielt einen Brief in der Hand und ihre Lippen zitterten. »Ich dachte nur, ihr solltet das erfahren. Hagrid hat den Prozess verloren. Sie werden seinen Schnabel hinrichten.« Ja, das war das Kapitel 14. Es sind noch ein paar mehr geworden. Hallo an alle. Nächstes Kapitel ist das Finale. Aber ich weiß nicht, ob das heute noch was wird. Kapitel 15. Schreiben ist schon schwierig. Und wie hat euch das Kapitel gefallen? Spannend. Guck mal kurz in den Chat. Ein paar sind bestimmt schon eingeschlafen. Sind nicht mehr anwesend und schreiben nicht mehr. Miriam muss um 5.30 Uhr aufstehen. Oh je, sei mir nicht froh. Muss morgen auch früh aufstehen, aber nicht um 5.30 Uhr. Manche um 6.30 Uhr und noch später. Ja. Ein bisschen weiterlesen. Oh, ich weiß nicht. Ich muss nämlich morgen auch früh aufstehen und wir haben schon gleich 12:30. Ich glaube, das war's dann erstmal. Wie gesagt, ich lade den Stream gleich hoch. Dann könnt ihr, wenn ihr jetzt ein bisschen zu spät gekommen seid, den Stream auf jeden Fall von vorne anschauen. Also die zwei Kapitel, die wir heute gelesen haben. Und dann nächsten und übernächsten Sonntag kommt, wenn kein Livestream ist, kommen die Kapitel. Ich denke, ich werde aber nochmal einen Livestream machen. Und ja, dann machen wir weiter mit das Finale. Dann fehlen uns noch ungefähr knapp 150 Seiten. Hoppla. 250. Ja doch, zwei Drittel haben wir schon geschafft. Wir sind gerade so locker über der Hälfte. Zwei Drittel sind wir jetzt. Ein Drittel kommt noch. Jetzt wird es spannend. Dann bedanke ich mich an alle oder bei allen, dass ihr jetzt da wart bis um 12:30 in der Nacht. Oder wenn ihr es später anhört, dann natürlich auch einfach so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, wir wiederholen das an einem anderen Tag. Einfach am besten die Glocke da drücken, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ein Livestream kommt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich mache gleich den Livestream online, dann könnt ihr das nochmal anschauen. Beziehungsweise anhören, wenn ihr jetzt noch richtig Lust habt und vielleicht ein bisschen später reingekommen seid. Sonntag streame ich vielleicht, ja, also meistens streame ich eigentlich Sonntag. Jetzt hat es ein bisschen nicht geklappt, aber normalerweise Sonntag, ja. Das ist so unser Ding, haben wir eigentlich immer gemacht, Sonntagabend, genau. Und auch nicht so früh, also meistens erst so ab 10 Uhr, also zum Einschlafen halt. Überall in Deutschland, ja. Sogar auch anderswo. Sogar auch in der Schweiz und sogar auf anderen Kontinenten. Wir haben uns da mal ein bisschen unterhalten, die kommen von überall. Ja, dann wie gesagt, danke an alle, die von Anfang an dabei waren und auch alle, die jetzt noch erst dazugekommen sind, ein bisschen später. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und wir sehen uns im nächsten Livestream, beim nächsten Kapitel Nummer 15, das Finale.
Ich wünsche eine gute Nacht zusammen. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.